Ja, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Baldur's Gate 3. Wir sind hier im Kloster, das von den Githyanki anscheinend eingenommen wurde. Und crying? Ich höre nichts. Mit ihr was? The monastery's notable keepers adorn these intricate panels. Lathendarian monasteries of this size were usually overseen by Dawn Masters, esteemed members of the clergy. Ein Rätsel. Hier ist ein Zeremonienschwert und wir haben ja einen Zeremoniengegenstand, glaube ich. Hier, Zeremonienstreitkolben. Guck mal, hier ist der mit dem Schwert. Hier ist einer mit dem Hammer. Frage ist, was sind die beiden? Kann man das erkennen? Was das hier ist. Amulett. Wir probieren das mal hier. Läuft. Anscheinend ist es ein Streitkolben. I don't see why, aber ja. Fehlen uns also noch ein Hammer und noch irgendwas anderes. Müssen wir rüberhüpfen? Hüpf, hüpf, hüpf. Verzauberte Tür. Feuer verwundbar, Hieb verwundbar. Okay. Knorrige Ranken. Geht's nach oben? Ich habe vergessen, mit Tieren zu reden, um mich zu casten. Ne? Ja, das wird nix. 18. Ach du Schande. Nee, nee. 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 Au. Jetzt alle runtergeflogen. Koali ist runtergeflogen, hat sich aber kaum was getan. Astarion ist noch da oben. Karlach ist noch da oben. Schattennetz. Also nur Koali ist runtergeflogen. Okay, alles klar. So, Astarion ist dran. Erstmal hier woanders hin. So. Und dann können wir sowas machen.
Dann haben noch einen frei. Sehr schön. Wir haben den schon fast weg. Kriegst du 10 Lebenspunkte hin? Probier's mal. Ja, sehr schön. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und einfach mal so draufhauen. Da bin ich wieder. Komme ich nicht ran, ne? Nee. Stimme vorwärts, stoße alle weg. Nee. Für deine Kommission erreiche 0 Trefferpunkte. Wenn sie beheilt. Nee. Nee. Machen hier so einen Nachteilsschuss, wenn wir irgendwas gemacht haben. Trifft sogar. Trifft sogar. Verstärkung rufen. It's screeching for help. Nicht genügend Ressourcen. Achso, das kann man mit der zweiten Hand nicht machen. Okay. Sehr gut. Läuft. Federn mitnehmen. Ohne Feder mitnehmen. Toter Kobold. Und ein Zeremonienhammer. Oh. Funktioniert anscheinend nicht. Anscheinend funktioniert das nicht. So. Drüben irgendwas noch Interessantes. Hier ist noch ein uralter Genyanki-Krieger. Den gucken wir uns doch mal an. Da unten sind Viechers. Viechers. Da ist eine Truhe. Die Kamera ist jetzt hier nicht so geil. Das ist das Einzige an dem Spiel mit dem Inventar, das ich kritisieren würde momentan. That contraption's a hot ticket item. Might not be our last scrap for its sake. Dieses Ding? Welches Ding? Meint ihr den Hammer?
Schriftrollen. Diebeswerkzeug. Tagebuch eines Mönchsnovizen. Was ist denn hier los? Githyankis, okay. Aufregend. Wenn die Githyanki tatsächlich angreifen, besteht die Chance, dass wir die Lanze abfeuern. Lanze, okay. Aha. Anscheinend ist das hier so ein Geschütz da oben, ne? Na, der Straße. Warum kann ich das überhaupt lesen? Das scheint ein Speer gewesen zu sein, der Kerl. So, dann gucken wir mal. Oh, hier ist es geschlossen. Kein Schlüssel dafür. Außer den Universalschlüssel. Gemischka. Grimischka. Gemischka. Ha. Lustig. Vielleicht ist er freundlich. Mal gucken. Nein, ist er nicht. Und es sind einige. Was sind das? Kleine Hunde? Und so eine Mischung aus so Katze und Dogge. Monstrosität. Initiative plus 3, okay. Magieallergie. Allergisch gegen Magie. Wenn ein Zauber oder Zaubertrick nahe gewirkt wird, reagieren sie möglicherweise auf die Magie. Und ein zufälliger Effekt wird ausgelöst. Wenn ein Zauber oder Effekt bei einem erfolgreichen Geschicklichkeitsrettungswurf den halben Schaden bewirken, wirkt der wirkt keinen Schaden. Okay. Okay, okay, okay. Spannend. Aushalten tun sie nicht wirklich was. Weg ist unterbrochen. Er kommt hier gar nicht mehr raus, ne? Der gute Astarion. Acht Schaden. Kommst du denn hier raus oder versperrt der Koali dir den Weg? Du kommst hier nicht raus. Spannend. Weg ist unterbrochen. Kommst da hinten auch aus diesem, also zwischen denen nicht weg, hä? So. Blitzladung bekommen. Jetzt sind erstmal die anderen beiden dran hier. Alle drei um den Koali rum. So. Nummer 1.
Nummer 2. Oh, nicht tot. Spannend. Ein bisschen Platz machen. So. Kleine Vieh macht auf. Ja, das haben wir auch schon rausgekriegt, Karlach. Aber gut, dass du das nochmal sagst. So. Bonusaktion kann ich nicht mehr. They hate magic. Das probieren wir doch direkt mal aus hier. Auf diese drei. Der hier hat keinen Schaden gekriegt. Spannend. So, kommst du jetzt da vorbei oder kommst du dann nicht vorbei? Oder steht Karlock jetzt im Weg, ne? Ah, er kommt vorbei. So. Kritischer Fehlschlag. Geilo. Genau so muss das sein. Not. So, du. Tötest den. Ja, sehr gut. Einmal Heilung auf Guani. Sehr schön. Und dann gibt es hier mal ein bisschen Verdreschen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und er lebt noch. Wieder keinen Schaden gekriegt hier vorne. Hm. Oh, die Sachen sind positiv für die, ne? Die sind allergisch und für diese ist also positiv. Okay. Eben hier was mit Eis bedeckt und dann. Pamps. Irgendwie eklig, ne? Man reißt denen jetzt irgendwie den Leichen dieser Viecher jetzt hier ihre Schwänze raus, damit wir sie für irgendwelche Tränke missbrauchen können. Da. Ja, den haben wir schon. So, haben wir nicht. Was haben wir jetzt? Hier haben wir noch Wein. So, haben wir hier ein Eisentor. Das schlagen wir jetzt mal nicht kaputt. Das machen wir jetzt mal hier mit Starin auf.
Parfüm. So, wo haben wir es denn da? Ein episch wirkendes Buch, das mit einer illustrierten Seite über Dämmermeister Versailles beginnt. Ah. In der Umwelt hält er eine getreue Streitaxt. Also braucht man noch eine Axt. Okay. Eine Axt. Okay. Don't linger. Schwerdeliste. Wer hat einen Pilgerlob, Wein mit einer Katze zu bezahlen? Ist das so für eine Katze? Ach ja, hier diese. Diese Viechers hier. Okay. Trank. Trank? Das ist ein Rezept. Ich glaube, das kannten wir aber schon. Don't mind if I do. Das ist ein Nest. In Büchern. Oh, Öl der Verkleinerung, eine. Oh, eine Schriftrolle. Spannend, spannend. What have we here? Eine Tür. So. Hier ist eine Kiste. Eine Bank. Hier geht's wieder runter. Okay. Geht's da ganz nach unten? Ja, Tatsache. Da hätte man, hier hätte man auch hochgekonnt. Also wir sind ja hier rein. Hier hätte man auch hochgekonnt. Okay. Sehr gut verteidigt, Egithyanki. Sehr gut verteidigt. Da sind wir auch hier vorne dann wieder reingekommen. Ah, okay. Ja, ja, ja. Ja, also sind wir hier wieder an der einen Stelle, wo wir eben waren. Mit dieser komischen Tür. Einmal im Kreis gelaufen. Okay, also nach da oben bringt nichts. Also in diese Richtung. Ist hier irgendwas? Nee. Tür auf. Alles kaputt hier, ey. Skelett. Something over there. Eine Wand. Can't give up now. At the ready. Rar. Rar. Drei Schläge, meine Güte. A guardian of faith spell, and a remarkably long-lasting one at that. Hmm.
Anscheinend tut er aber nichts, ne? Hallo? Die letzten Zeilen eines Mönchs. Wollte ich schon immer mal lesen. Bruder Wellan. Ah ja, Gesanke greifen an, okay. Ein paar von uns konnten sich in einem Raum verbarrikadieren, anscheinend dieser. Und einen Hüter des Glaubens beschwören, der uns beschützt oder uns zumindest Zeit verschafft, einen Fluchtbahn zu schaffen. Hat allerdings anscheinend nicht funktioniert. Bisher hatten wir noch keine zündende Idee, aber unser Glaube ist stark, okay. Die Gesanke scheinen sich zurückgezogen zu haben. Glaube ich eben nicht, die sind ja noch da. Ein Gedanke ist es gelungen, durchs Fenster zu steigen. Glücklicherweise hat ihm der Hüter des Glaubens den Gar ausgemacht. Das eingeschlagene Fenster bringt mich auf eine Idee. Immer noch in der Falle. Gerade ein Brüllen gehört. Könnte ein Drache gewesen sein, wenn ja. Ja. Drache ist nicht, nicht so gut, ne? Also du bewachst das Ganze ja nur wegen der Tür, ja? Oder wegen irgendwas, was hier... Oh, okay. Fehlschlag. Was hat er denn für eine Verteidigung? 20. Oh ja, das ist... Das ist sehr hoch, ja. Schlage zurück, wenn der nächste Gegner dich angreift. Okay, aber hier die Werte sind eigentlich ziemlich straight. Hatte der als irgendwelche... Der hat keine Resistenzen, ne, ne. Untote ist er nicht. Könnten ihn mit Feenfeuer machen, dann sind wir zumindest im Vorteil, wenn wir ihn angreifen. Leuchtkügeln mit den Schutzgeistern bringt jetzt, glaube ich, gerade nichts. Wir verwandeln uns mal in einen Eulenbären. Und hauen den mal. Hat auch nicht zurückgeschlagen, ne? Rage. Da schlägt er jetzt zurück. Okay. Das war's. Zeremonienstreitaxt, da haben wir es doch. Jetzt haben wir hier, Zeremonienstreitaxt und Zeremonienhammer. Das heißt, wir haben jetzt alle, alle Zeremoniengegenstände. Wermut nehmen wir auch mit. Sumpfgras nehmen wir mit. So.
Ist da noch eine Truhe hinter diesem ganzen Becken? Betten? Dings da? Nee. Einfach nur mit Bänken verrammelt. Hier ist noch ein Wartungsaufzeichnungsbuch. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Buch, 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 da. Erinnerung an den Hausmeister, wenn ihr die Maschine ölt, dann gebt bitte acht, die Statuen selbst auszulassen. Der Stein nagt in letzter Zeit dazu, locker zu sitzen. Vizeperan hat angeblich eine volle Drehung ausgelöst. Okay. Irgendwelche Statuen kann man also drehen. Na, kommt ihr nah? Der Eulenbär. So. Hier kommt der Hammer hin. Hammer. Und dann bleibt ja nichts anderes über als die Streitaxt. Genau. Und über den haben wir auch gelesen, dass seine Streitaxt in den Kampf führte. Oh. Ein verborgenes Fach. Wappen des Dämmermeisters und ein Brief. An den nächsten Dämmermeister. Ich glaube nicht, dass wir dies überleben. Okay, das Blut ist gesichert. Okay, welches Blut? Wir haben es mit Magie versiegelt. Nur jemand von uns kann es nehmen. Wow. Wollen wir ja sehen. Sollte es jemand anders versuchen, werden die Wände einstürzen und niemand lebendig hier rauskommen. Also ähnlich sieht das Ganze hier aber auch aus. Die Wände werden einstürzen. Finde das Blut von Lathander. Also irgendwo ist hier ein magisch versiegelter... Blutschatz oder so. Den anscheinend hier irgendjemand geholt hat, weil hier ist ja alles eingestürzt. Oder ist es halt durch den Angriff der Githyanki, aber ich weiß nicht. Also, dann muss das schon ewig hier sein. Aber kann ja gut sein, so verrottet hier die Skelette hier sind. Was gibt's denn hier oben? Da gehen wir mal hin. Das kommen wir so nicht hin, okay. Müssen wir also erst hier hin. Und von da unten am besten hin? Nee. Müssen wir runterjumpen. Okay. Was ist das? Sumpfgras? Nehmen wir mit. Okay. Hier geht's auch raus. Auf eine Plattform. Da geht's runter. Ist das noch ein weiterer Weg, um hier reinzukommen? Wir gehen da mal hin. Spannend, irgendwie immer auch die verschiedensten Wege zu entdecken, die man hätte gehen können.
Muss man jumpen? Ah, hier ist eine Truhe. Und ein Weidenkorb. Mit Handtüchern drin. Braucht man immer, ne? Handtücher? Schadet nicht, ne? Jede Truhe. Ah, Pfeile für Astarion. Und ein Elixier der Wachsamkeit. Plus 5 auf Initiative. Haben wir, glaube ich, nicht nötig, aber... Okay. Und hier geht's da hoch. Hier rum. Und tatsächlich ist das ein weiterer Weg, wie man in das Kloster reinkommen kann. Also gibt's jetzt schon drei. Ich kenne noch einen vierten. Man kann nämlich da, wo die diese Katzenwesen waren, noch ein Fenster von außen einschlagen. Und da dann durchjumpen. Also echt interessant. Wenn man die verschiedensten Wege hier hat, hier reinzukommen. Genau, auf diesem Teil des... Also ich bin noch nie hier runtergegangen. Auch spannend. Ist hier oben noch irgendwas? Ein Grab. Wer ist denn hier begraben? Askel Stockhold, Dawnmaster. From Death, Life. Hm? Und den ausgraben? Grabräuberei. Aus der Sarg, okay. Holztruhe. Hm, ich weiß ja nicht. Rostiger Streitkolben. Meister seiner Kunst. Der geliebte Dämmermeister Stockhold wurde mit einem zeremoniellen Streitkolben begraben. Ah, das ist vielleicht aber ein Alternativ den anderen Streitkolben. Zu Ehren der vielen bescheidenen Streitkolben, mit denen er zu Lebzeiten das Böse dieses Landes getilgt hat. Also es ist eigentlich auch ein zeremonieller, ne? Aber hier steht nur rostig. Aber man hätte den vielleicht oben auch verwenden können für das Rätsel. Jo. Nein. Da ist auch irgendwie ein Kamerablock, also da kommt man auch irgendwie nicht hin. Kurzschwert. Also das sieht doch irgendwie... Ich weiß nicht. Entscheidet selbst, wonach das aussieht. Ja, habt ihr anscheinend auch, aber hat nicht geholfen. Okay, keiner. Kann bei uns keiner. A magic mouth spell. Whoever owned that voice, they must be long dead. Der Eulenbeck kann das gar nicht. Naja, gut. Sind jetzt halt auch nicht die arkanen Experten hier. Teller? Das schreit nach einem Hammer.
Kerze. Kann man hier hinten irgendwo hin? Ne, kommt man nicht. Wieder nach draußen. Okay. Kleines Lager oder so. Und viel Wasser. Das ist eine Ölflasche. Überall Skelette. Vielleicht eine der Fronten hier im Kampf gegen die Githyanki. Namensliste aller Besucher, die Jahr für Jahr auf der Pilgerreise zum Kloster gekommen sind. Endet mit dem Jahr, in dem das Kloster gefallen ist. Wann war das denn? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Noch mehr Skelette. Ein Erdhaufen. Aber was mich ja auch irgendwie Rollenspiele auch immer so ein bisschen so. Oh, hier ist noch eine Githyanki-Scheibe. Viele Vorräte gefunden, ja, ich dachte auch schon hier. Gute Versorgung im Gebiet. Gemischter Befall, aber das wird kein Problem sein. Genauer genommen dürfte es unerwünschte Besucher abschrecken. Ja. Die Mönche hatten im Untergrund eine Menge versteckt. Viele Wertsachen können damit handeln. Die besten Sachen zurückgebracht haben. Die Schatzkammer wird sich als Büro für unseren militärischen Nachrichtendienst eignen. Scheint sich gut verteidigen zu lassen. Sollte Inquisitor Wargatz dort stationieren. Er kann Terezin in Schach halten. Okay. Lassen hier so einfach liegen. Türen. Oder gehen wir jetzt noch nicht hin? Wir sammeln erstmal alle Knochen ein hier. The blood of Lathander spilled in holy battle with Samaster, immortalized here for all to worship. So they kept the blood of Lathander here. No wonder it was looted. Was it? Da ist noch eine Githyanki-Scheibe. Aber was ich eben mal sagen wollte, in so einer Fantasy-Welt. Ist das, wenn man in so einer Fantasy-Welt halt so Abenteuer hat, egal wo man stirbt, in so einem Kloster, irgendwie im Kampf und so, irgendwann kommt ein Abenteuer und lootet deine Leiche, gräbt deinen Sarg aus.
Es handelt sich um eine Auflistung aller Gegenstände, die die Xianqi bei ihrer Eroberung des Klosters den Lathandermönchen geraubt haben, sowie die anschließende Frachtliste bedeutender Wertsachen. Ja, ist jetzt das Blut von Lathander denn dabei oder nicht? Das ist die Frage, ne? Also das ist eine Liste, aber steht jetzt nicht, was sie da alles drauf hatten. Auf der Liste. So, hier sind wir rausgekommen. Ah, haben wir den schon gelootet da? Nee. So. Das ist zwar verschlossen, aber hier habe ich einen Hebel gefunden. Sehr schön. Okay. Und das ist dann hier der Eingang. Okay, hier wären wir eigentlich. Hier sind sie reingegangen. Aber wo sind sie danach hingegangen? Hier ist eine Treppe. Dann gehen wir hoch. Nee, jetzt aber nicht hoch. Hm? Nee, hier waren wir noch nicht. Guck noch mal das Githyanki-Schwert an, was wir hier geholt haben. Was macht eigentlich dieses Gleißen des Munks? Und deine Waffen bewirken zusätzlich gleißender Schaden. Okay. Githyanki-Langschwert. Das ist ja das, was die Lysel am Anfang auch hatte, ne? Alternativroute. Nee. Ah, wo sind wir denn jetzt? Ah, verdammt. Na, hier. Wir sind schon weiter gewesen, alles klar. Alles klar. Da geht's rein. Klosterkeller. Aber stopp. Was im Klosterkeller ist, das werden wir dann erst bei der nächsten Folge herauskriegen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.